Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Bauer sucht Cow, der Pferde. Book of Unwritten Tales Teil 2. Wir müssen irgendwie probieren, unser gutes Pferd zurückzubekommen. Die Ivo hat jetzt von uns hier die magische Schiefertafel bekommen und wir müssen irgendwie gucken, dass wir an dem bösen Troll irgendwie vorbeikommen und ja, entsprechend reinkommen. Na, Plakate haben wir eigentlich schon. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Ja, das wissen wir ja schon. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Dann schauen wir hoch nochmal zum Hauptplatz, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit haben. Dum, dum, dum. Aua. Kein Zutritt. Wissen wir. Hör mal. Ratsvorsitzende Van Buren hat eine magische Schiefertafel bestellt. Und? Ich soll sie liefern. Und? Ich müsste in ihr Büro? Van Buren ist nicht da. Ich weiß, ich soll die Tafel auf ihren Schreibtisch legen. Wie willst du das machen, ohne Kopf? Oh. Ich vergiss es. Okay. Ich soll das hier abgeben. Was ist das? Ein Geschenk für Chantal Van Buren, hat sie sich gewünscht. Ich will Kacke machen. Nimm das weg. Ich hätte sie ja ins Lehrerzimmer gebracht, aber da du mich da ja nicht reinlassen willst... Ich will Kacke... Bist du meine Mami? Nein! Ich hab dich lieb. Es soll aufhören. In ein paar Tagen hört sie von ganz alleine auf. Mami, ich muss mal aufs Töpfchen. Ich mach's kaputt. Was würde die kleine Chantal wohl dazu sagen, wenn du ihr neues Spielzeug kaputt machst? Du weißt schon, Chantal, die so gerne Leute in putzige, kuschelige Wesen verwandelt. Du willst mich erpressen, hä? Aber nicht mit mich. Kann ich hören? Oh nein, Bert! Wir haben die beste Möglichkeit gefunden gegen Wachtrolle. Crumda? Du bist die schlechteste Wache der Welt. Er hört nichts mehr. Okay. Dann. Ich muss ins Lehrerzimmer und werde da nun hingehen. Lässt du mich bitte ins Lehrerzimmer? Okay, er hört nichts mehr. Können wir noch irgendwas mit ihm benutzen? Okay, die Puppe können wir nichts machen. Gibt's hier noch irgendeine Möglichkeit? Ich hab nur den Troll und ich hab's leere Zimmer. Crumda? Du erhört nichts mehr. Ja, dann geh doch einfach ins. Lässt du mich bitte ins Lehrerzimmer? Okay, da haben wir keine Möglichkeit. Ich muss Kacke machen! Oh, ich hab echt Tränen in den Augen. Das ist so geil. Ich liebe diesen Bird. Der ist, und wir haben jetzt die perfekte Möglichkeit gefunden gegen, ja, Internet-Trolle. Und wir brauchen aber immer noch einen Weg, wie wir an ihnen einfach vorbeigehen können. Was ist mit den beiden? Ich lasse den beiden etwas Zeit für sie müssen. Ja, dann ist okay. Dann schauen wir nochmal runter zu unseren Lieblingsogern. Okay. Nate weiß nichts für uns. Was haben wir hier mit den Blumen? Das ist ungewöhnlich. Wir haben so ziemlich jede bekannte Pflanzenart bei uns im Elfenhain. Aber singende Blumen sind mir noch nicht untergekommen.
Ja, die gibt's schon in WoW und die gibt's auch in guten alten Plants vs. Zombies. Hier, die singen dann... Hallo, Zloff. Grump? Prinzessin Ivo? Grump, ein Leben könnte davon abhängen, dass ich das Medaillon von dir bekomme. Grumps Leben davon ab? Vielleicht geil. Ach. Okay, danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht. Okay, können wir irgendwie... Nein, können wir nicht. Geht auch nicht. Und hier gibt's auch irgendwie... Kann ich? Tja, ich könnte das Pulver ins Feuer streuen. Aber dann? Wie sorge ich dafür, dass ich da rauskomme, wo ich rauskommen will? Soweit ich weiß, muss man einfach nur etwas von dem Kaminreisepulver ins Feuer streuen und dann hineinsteigen. Ja, dann sollten wir noch mal wissen, wo genau der... Hallo, Zloff. Grump? Wissen Prinzessin die... Na... Danke. Okay, da geht nichts weiter. Dann müssen wir noch mal drüben mit dem Wilbur reden. Wie die Symbole waren nochmal... Wilbur? Ja? Ich habe noch nie Kaminreisepulver benutzt. Wie funktioniert das? Du musst es in ein Feuer werfen. Dann gehst du in die Flammen und denkst ganz fest an die Symbole des Kamins, bei dem du rauskommen willst. Aha. Und die wären? Also die Symbole auf dem Kamin in der Bibliothek halt. Ich war da nie. Hast du sie dir nicht gemerkt? Doch, schon. Es waren... Ratte... Löwe, Adler... Eule, Wurm und Ratte, glaube ich. Glaubst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Außer es waren Löwe, Eisbär und Raupe. Adler, Maulwurf und Pinguin waren es zumindest nicht. Oder doch? Na schön, ich probiere es aus. Das war erstmal alles. Oh, scheiße, wo werden wir landen? Ich wüsste nicht, und ehrlich gesagt... Okay. Na, ich sehe schon, wir kommen wahrscheinlich irgendwo raus. So. Also schön. Etwas Pulver ins Feuer? Und an die richtigen Symbole gedacht. Eule, Wurm, Ratte habe ich im Kopf. Ja! Wir haben es geschafft. Wir sind in der richtigen. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Das scheinen die richtigen Symbole gewesen zu sein. Wir wurden entdeckt. Psst. Hallo. Ich will euch nichts tun. Wilbur hat mir von dieser Bibliothek erzählt. Wilbur? Geht es ihm gut? Er war plötzlich verschwunden. Untertauchen. Unheimliche Kräfte haben jetzt in der Schule das Sagen. Das wissen wir. Wir haben durch einen Spalt in der Tür geschaut und diese fürchterliche Frau und ihre Tochter gesehen. Sie sah nicht wie Intellektuelle aus. Wenn die Van Burens diese Bibliothek entdecken, müsst ihr euch darauf einstellen, zukünftig mit Wachsmalstiften ausgemalt zu werden. Ja? Keine Sorge, wir werden das nicht zulassen. Aber dafür muss ich ins Lehrerzimmer. Dann geh! Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Ja. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Bücher? Es ist eine gute Sache, dass ich die Bibliothek tarnen kann. Aufstände und Revolutionen werden allzu oft von brennenden Büchern begleitet. Ja. Bärenfell. Ich war nie eine Freundin davon, tote Tiere an die Wand zu hängen oder auf den Boden zu legen. Ich finde, sie sind im Wald besser aufgehoben. Tote Tiere im Wald? Okay.
Der Arbeitsplatz eines Buchbinders, wie mir scheint. Ich kann beinahe noch den Duft des Trollrotzes wahrnehmen. So als hätte hier erst vor wenigen Tagen noch jemand gearbeitet. Wer das wohl gewesen sein kann? Okay, wir können noch mal mit den Büchern reden. Verzeihung? Wie können wir dir helfen, Freundin des Bücherfreunds? Ich müsste wissen, wie man Geister bannt. Wieso? Bist du eine Geisterbeschwörerin? Nein. Aber wieso müsstest du es dann wissen? Als normale Elfe würde doch niemand von dir erwarten, dass du dich mit solchen Dingen auskennst. Ich meine, ich würde gerne wissen, wie man Geister bannt. Ah, das ist was anderes. Wir haben gute Grammatikbücher hier. Momentan bin ich nur an Geisterbannung interessiert, danke. Damit kenne ich mich aus. Hervorragend. Wie kann ich Geister bannen? Oder sagen wir lieber einsperren oder bewegungsunfähig machen? Ich glaube, was du meinst, ist ein Bannkreis. Das ist ein Symbol, das auf dem Boden gemalt wird. Geister können diese Kreise nicht verlassen, zumindest für eine Zeit. Hm, klingt nicht schlecht. Zeichnet man die Symbole mit Blut oder Salz oder dergleichen? Die meisten Leute nehmen Kreide. Aber wenn das eher dein Ding ist, kannst du es bestimmt auch mit Blut machen. Eigentlich ist es egal, wie das Symbol auf den Boden kommt. Es ist ein Quadrat mit einem Kreis darüber, der genau den gleichen Flächeninhalt haben muss. Oh, im Scheiße. Kreis befindet sich ein rechtwinkliges Dreieck. Klingt wie etwas aus einem Mathematikbuch. Pff, Mathematik. Hier geht es um Wissenschaft, nicht um Hokuspokus. Hey, das habe ich gehört. Also. Wie war das mit dem Bannkreis? Ob du es malst, in den Stein ritzt oder sonst wie auf dem Boden unter den Geist bekommst, ist egal. Solange der Geist sich über einem Quadrat mit Kreis und Dreieck befindet, ist er gefangen. Okay, verstanden. Okay, dann ich muss weiter. Haben wir das? Dann müssen nur wir die... zu. Wie heißt es so schön? Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt. Moment, sie wandert und wir sitzen. Dann schauen wir raus. Kommen wir raus? Also schön. Ganz vorsichtig. Ja, der wird uns entdecken. Da bin ich mir fast sicher. Er hat nichts bemerkt. Jetzt nur schön leise. Ich muss Kaka machen. Laut Wilbur ist die Tür verschlossen und öffnet sich nur, wenn der Direktor einen Code sagt. Ja, dann benutzen wir. Bitte nach Ihnen, Direktor. 4, 60, 9, 41. Einen schönen Abend, Direktor. Madam? Wir sind im Lehrerzimmer. Okay. Oh, da ist unser Edelsfrosch. Na, meine Kleine, hat man dich gut behandelt? Ich hol dich hier raus. Ich muss nur noch kurz was anderes erledigen. Okay, hier können wir was mitnehmen. Kotze oder keine Ahnung. Irgendwas sollte hier sein, aber ich kann es irgendwie nicht nehmen. Ah, hier, nimm das Glockenspiel. Sehr gut. Das Glockenspiel sollte Wilbur weiterhelfen, wenn er immer noch ein Instrument braucht. So, wir brauchen noch Kreide oder sowas. Ich lasse Butterblume nicht jetzt. Sie mag eine Schöpfung der kleinen Van Buren sein, aber sie ist mein pinkfarbenes Herzhippogreifen-Mädchen. Genau. Na! Na! Was ist mit dem Kamin dort hinten? In dem Kamin wird so schnell kein Feuer mehr brennen. Ob all diese Verwandlungen rückgängig gemacht werden, wenn Wilbur einen Weg findet, den Zauberstab zu zerstören? Okay, da haben wir den Krempel. Ich gebe zu, irgendwann gab es vielleicht mal eine Zeit, in der ich solches Spielzeug spannend gefunden hätte. Aber da war ich erst 80, 90 Jahre alt. Ich nehme sie mit raus, sobald ich hier fertig bin. Sie kann in der Stadt warten. Okay, das Rattenloch, können wir da vielleicht direkt auf... Zum Glück ist der Ratsvorsitzende nicht aufgefallen, dass ich das Rattenloch freigeräumt habe.
Ihr wäre es bestimmt alles andere als recht, dass die Ratten einen eigenen Zugang zu ihrer Zentrale haben. Okay, und hier sollte... Ach nee, haben wir hier noch irgendwas auf dem Schreibtisch? Jede Menge Papiere, Federkiele. Das ist interessant. Hier liegen das Siegel und das Siegelband der Ratsvorsitzenden. Damit werden offizielle Gesetze und Verlautbarungen kenntlich gemacht. Oh. Das heißt, bis die Ratsvorsitzende dahinter kommt, kann ich so ziemlich jedes neue Gesetz erlassen, das ich will. Na, das machen wir doch. Werden wir sicherlich noch irgendwie brauchen. Also schön. Ein neues Gesetz. Das Rauchen vertrockneter Blätter. Oh ja, den nehmen wir doch. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja, ich brauche keinen Grund darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird, wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter 6 Monaten bestraft. Und damit... So, mit Siegel und allem. Damit bekommen wir das Schutzmedaillon. Jetzt können wir hier noch... Das Glas ist mit schweren, mutmaßlich magischen Ketten am Schrank festgekettet. Ich frage mich, ob... Aha. Erzmagier Alistair? Geht es Ihnen gut? Ich verstehe nicht. Blinzeln Sie einmal für Ja und zweimal für Nein. Was bedeutet kein Blinzeln? Moment. Können Frösche überhaupt blinzeln? Ich denke, wir müssen das später klären. Ich bringe Sie heraus. Okay, wir haben den Erzmagier besiegt. Oder nicht besiegt, wir haben ihn gefangen. Gefangen auch nicht, wir haben ihn befreit. Also schön. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden, ab sofort müssen schwangere Elfen von jedermann mit allergrößtem Respekt behandelt werden. Insbesondere ist es verboten, sie dick zu nennen, sich über sie lustig zu machen oder zu versuchen, sie mit Äxten zu erschlagen. Wer dagegen verstößt, wird aus der Stadt verbannt. Oh, damit kommen wir hier raus. Das ist auch gut. Damit ist es Gesetz. Sollen wir noch ein Gesetz machen? Also schön. Ein neues Gesetz. Zwei erwachsene Menschen, Zwerge, Elfen oder andere vernunftbegabte Wesen dürfen heiraten, wen sie wollen. Und zwar in jeder Kombination. Einzige Voraussetzung? Liebe. Niemand darf dazu gezwungen werden, einen Lackaffen zu heiraten, nur weil er ein reicher Prinz ist und Mutter findet, ich würde langsam alt werden. Vielleicht nicht das bestformulierte Gesetz aller Zeiten. Aber egal. Okay, wir kommen auf jeden Fall raus. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann machen wir das. Wir verschwinden aus dem leeren Zimmer. In Ordnung, Butterblume. Du musst jetzt ganz leise sein. Quiek! Nein, leise! Also schön, gehen wir. Jawohl! Wir konnten... Ich hab leise gesagt, Butterblume. Nein, der Troll war nicht dein Freund. Er wollte uns umbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur spielen wollte, als er auf uns eingehackt hat. Okay, die Sequenz scheint... Wie dem auch sei, Erzmagier Alistair ist in Sicherheit. Sobald Wilbur Remy befreit hat und weiß, wie wir den Stab zerstören können, sollten wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Morgen naht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Tag die Rückkehr einer sehr, sehr frustrierten Ratsvorsitzenden sehen. Okay, geben wir schnell die Sachen an Wilbur weiter. Also die Information über den Bannkreis und
Ja, damit wir Remy halt eben entsprechend befreien können. Oh, ich bin gespannt. Es läuft gerade heute echt gut. Aber die Rätsel sind auch nicht... Halt! Na, wollte ich gar nicht. Ja? Ich habe das Glockenspiel. Ich lasse es runter. Dum, 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 dum. Du, Ivo? Hä? Warum ist der Korb eigentlich immer oben bei dir, wenn du etwas reinlegen willst, und unten bei mir, wenn ich etwas reinlege? Keine Ahnung, aber ist doch praktisch, oder? Ich habe Erzmagier Alistair gerettet. Also, den Frosch, von dem wir glauben, es ist der Erzmagier. Gut gemacht. Geht es ihm gut? Ja, er ist okay. Hat ein paar Schrammen und Kratzer abbekommen. Aber nicht, weil ich ihn ein paar Mal fallen gelassen habe, als ich zusammen mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft habe oder so. Ivo? Hast du mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft? Der Erzmagier ist jetzt in Sicherheit, okay? Das war erstmal alles. Bis später. Okay, holen wir uns noch das Medaillon. Oh, den Kampf gegen den Troll hätte ich jetzt trotzdem gern noch gesehen. Hallo, Zloff. Grump? Prinzessin Ivo? Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du bist ein Verbrecher, Grump. Grump, nicht Verbrecher! Grump stehen hier ganz brav und verkaufen seltsame Dinge. Du trägst ein Medaillon und das ist bei Strafe verboten. Genau. Was steht da? Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja, ich brauche keinen Grund darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird, wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter 6 Monaten bestraft. Nein! Grump wollen kein kleines Mädchen mit Zöpfen werden. Och, wär doch süß. Müssen fliehen, Sloth. Nun ja, vielleicht kannst du die freundliche Vollzugshelferin bitten, ein Auge zuzudrücken. Wem seine Augen? Was er meint, Grump. Wenn es dir wirklich leid tut und du deinen Fehler einsiehst, dann muss die Tochter der Ratsvorsitzenden vielleicht gar nichts davon erfahren. Tut leid, tut sehr leid, sehr falsch. Ich muss allerdings das Medaillon konfiszieren, damit du nicht in Versuchung gerätst, es heimlich zu tragen. Konfiszieren, mitnehmen. Oh, klar. Okay, das Medaillon haben du, wir. Du kleine Mädchen, nicht sagen, ja? Grump wollen bleiben, Grump. Ich werd's für mich behalten. Er war im letzten Teil war er so nett und ja, bevor wir unseren Golem gebaut haben. Hallo, Zloff. Okay, was haben wir noch? Prinzessin Ivo? Hast du eine Idee, wie man irgendetwas, das von der kleinen Van Buren verwandelt wurde, zurückverwandeln kann? Wüsste ich es, hätte ich längst unser schönes Gasthaus zurückverwandelt. Konspiziert ihr? Nein. Nein. Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler... Ah, okay. Gut, dann bringen wir das Schutzmedaillon mal schnell rüber zum guten Wilbur und dann können wir den... Wilbur? Ja? Ich habe hier ein Medaillon für dich. Es zeigt einen Bannkreis. Ist es magisch? Nicht die Spur, aber es zeigt das Symbol, das du irgendwie unter dem Geist auf den Boden malen musst, um ihn zu fangen. Okay, hab's. Danke. Das war erstmal alles. Bis später. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Wilbur und müssen irgendwie dann den Bannkreis unter den Geist bekommen und werden dann wahrscheinlich ein episches Finale bekommen für diesen, Kapitel 3.
Aber das sehen wir dann morgen. Ich danke dir vielmals, dass du zugeschaut hast. Und ja, gib ein Like, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales. Bis dann. Ciao, ciao.